Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Thema Muskelaufbau. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Denkt dran, Pluswerk für all den Content, der noch kommt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Fragestellung zur Ernährung ist, also was ihr gerne wissen wollt. Also zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen Patienten in der Praxis, der sehr viel Sport gemacht hat, aber den Muskelaufbau da so ein bisschen auf sich warten ließ. Und dann die Fragestellung hochkam, was kann er tun, um Muskeln aufzubauen. Ganz wichtig, Muskelaufbau ist immer wichtig mit Eiweißquelle, also tierisch oder pflanzliches Eiweiß. Tierisches Eiweiß wäre Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei zum Beispiel oder die Milchprodukte, Quark, Joghurt, Frischkäse, Mozzarella zum Beispiel geht häufig sehr gut, wer es mag, als Eiweißquelle. Man kann auch ein bisschen Sahne einbauen, in Kombination zum Beispiel für Soßen. Auch wenn die einen Fettanteil haben, haben wir auch ein bisschen Eiweißanteil da drin. Man kann die Hülsenfrüchte mit reinnehmen, weil die pflanzliches Eiweiß sind. Und Kartoffeleiweiß zum Beispiel kann ich wunderbar mit Gemüse kombinieren und dann ein Stück Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei dazu, weil es die Eiweißquelle anhebt an der Stelle. Also Muskelaufbau, ganz wichtig. Eiweiß einbauen, dann klappt das auch. Ganz liebe Grüße und schreibt mir eure Kommentare. Dankeschön, bis dann. Tschüss, eure Sandra.